Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Happy Galeo. Und es gibt eine Frage, die bekomme ich relativ häufig. Und zwar, wie hast du deinem Hund beigebracht zu fangen? Mein Welpen fängt überhaupt nicht. Der guckt das Leckerchen einfach nur an und macht nichts. Und ich kann euch sagen, das war bei beiden von meinen Hunden genauso. Ich konnte der Cleo am Anfang das Leckerchen zwischen die Augen werfen. Das ist dann einfach von der Stirn auf den Boden gefallen. Das ist einfach bei manchen Hunden nicht so krass in der Veranlagung. Also Labrador Retrievers sind da normalerweise ziemlich gut beispielsweise. Aber viele Hunde, wie jetzt zum Beispiel Cleo, so ein Australian Shepherd, also da habe ich schon so oft gesehen, dass da Welpen überhaupt keine Regung zeigen. Wie könnte man das also üben? Ich würde erstmal ruhig anfangen. Diese Flugkurve zu berechnen ist ein relativ komplexer Vorgang. Das heißt, das ist von der Intelligenz möglicherweise schon gar nicht möglich, wenn euer Hund noch ganz klein ist. Das kommt dann erst mit der Zeit, wenn der Hund größer wird, das Gehirn auch wächst und die Verknüpfungen dann schon so weit sind. Deshalb erstmal auf diese Flugkurve, auf dieses reine Werfen verzichten und versuchen mal das ganz ruhig zu machen. Und auch die Reaktionszeit quasi so ein bisschen wegzunehmen, indem man immer so ein konsistentes Geräusch macht. Irgendwie 3, 2, 1, los oder sowas. Oder auf die Plätze, fertig. Oder jetzt, los. Oder jetzt, fang. Und dann weiß der Hund ja irgendwann nach 20 Mal, ah okay, immer wenn er das sagt, dann fällt's jetzt. Und dann kann er sich schon quasi drauf vorbereiten. Und dann fällt dem Welpen das schon ein bisschen leichter. Und los. Und los. Und los. Und los. Und los. Und los. Also nehmt erstmal Leckerchen, haltet ihm das so, sagen wir mal 20, 30 cm über den Kopf irgendwie. Macht das Geräusch oder dieses Kommando und dann lasst es einfach mal fallen. Und irgendwann wird er das dann langsam machen, er wird es dann langsam verstehen, ah okay, ich kann das ja auch fangen, das muss ja nicht unbedingt direkt auf den Boden fallen. Und dann wird das auch klappen und dann könnt ihr immer weiter dann so ein bisschen versuchen, das jetzt doch mal zuzuwerfen und das dann immer schwieriger machen, dann irgendwann richtig hoch zu werfen. Und dann wird das schon klappen, also das dauert einfach ein bisschen. Wie gesagt, der Hund, der muss da erstmal reinwachsen, der muss da erstmal diese ganze Kopfleistung entwickeln. Das ist halt, man unterschätzt das so ein bisschen. Wir Menschen, für uns ist das alles so natürlich, genauso wie werfen. Es gibt kein anderes Lebewesen, was werfen kann, weil das einfach so ein komplexer Vorgang ist. Ja? Und deshalb braucht das halt auch ein bisschen Zeit, bis der Hund das lernt. Ich hoffe, das Ganze hat euch weitergeholfen. Seid geduldig mit eurem Hund, er ist nicht blöde. Und habt viel Spaß. Es würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr die gerne stellen. Also ich versuche da möglichst viele, möglichst schnell und möglichst individuell zu beantworten. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, bis dann.